Hallo Leute und herzlich willkommen bei Part-Time Insane. Hier ist wieder euer Dark Gizmo. Wir sind wieder bei Fahrenheit. Ich muss da irgendwie vorbei. Es ist eigentlich, wenn ich den LKW als Lichtschutz nehme. Keine Bewegung und ich schieße! Ja, schieße. Ich glaube, ich war zu langsam. Ich kann ihn sicher als Deckung nehmen. So. Nur mal darüber. Wir schauen da drüben. Okay. Das habe ich mal geschafft. Bin ich das Grüne? Ja. Ja, wenn ich das vorgehe, wird mich da wahrscheinlich sehen. Keine Bewegung, ich schieße! Das sieht aber gleich aus. Das ist immer dasselbe. Das ist eine Klonarmee. Eine Klonarmee. So, komm jetzt hier durch. Vor. Muss dann nach hinten, oder? Was ich benutze, LKW. Unglaublich, dass es funktioniert hat. Das hat funktioniert, Lärm. Lukas. Was machst du denn hier? Ich dachte, du spielst nicht mit. Der Reporter. Geh sofort raus, Markus. Die Halle wird explodieren. Hä? Wie soll denn... Jetzt frag nicht lang, Markus. Geh raus. Sie explodiert gleich. Ich suche noch nach den anderen. Seid ihr denn? Was willst du hier, Lukas? Geh raus! Wir spielen nicht mit dir! Du musst hier raus, Kurt! Die Halle wird explodieren! Zähl doch nicht so einen Stuss! Du bist ein Schwachkopf, Lukas! Kurt, du musst mir glauben, es brennt gleich! Du musst sofort hier raus! Das ist kein Scherz! Verzieh dich, bevor ich dir die Fresse poliere, du Idiot. Deine Mutter hat mich hergeschickt. Dann erzähle ich ihr eben, was du hier alles treibst. Was? Meine Mutter? Wenn du ihr ein Wort davon erzählst, bist du erledigt. Wir sprechen uns noch, du Depp. Wer wischt? Was ist er? Was willst du denn hier, Lukas? Das Spiel ist aus. Sie sind alle weg. Du kannst rauskommen. Das ist ja super. Wieso sagt mir das niemand?
Okay, einer muss noch irgendwo sein. Komm rein, oben da. Guckelt ja eh schon. Wie zählt denn das nicht? Komm, ich hab keine Zeit mehr. Wo bist du, Junge? Ich hab keine Zeit zu verlieren. Ich muss raus hier, bevor alles in die Luft fliegt. Nur ein paar Schrammen. Und die anderen? Ich habe alles versucht, Markus. Ich konnte sie nicht mehr alle rausholen. Woher wusstest du, dass das passieren würde, Lukas? Ich hab's gesehen. Noch bevor es passiert ist. Ich weiß nicht, wieso. Das werden sie dir nie glauben. Ich weiß. Lukas? Alles in Ordnung, Lukas? Lukas? Hörst du mich? Oh, ich habe mich gerade rausgebracht. Ich habe dich umgehört. Natürlich ohne Namen zu nennen. Man nannte mir eine Spezialistin für, sagen wir, übernatürliche Dinge. Ich dachte mir, dass sie dir vielleicht helfen kann. Hier, ihre Adresse. Du weißt, dass ich an sowas nicht glaube, Lukas. Aber ich hoffe von ganzem Herzen, dass sie dir irgendwie helfen kann. Ja, das hoffe ich. Me too. Ich weiß egal. Sind beide bei der Polizeiwache? Und? Wie kommen Sie mit dem Mordfall im Restaurant voran? Wir haben mehrere Spuren, aber noch keinen Verdächtigen. Es gibt da sehr seltsame Ereignisse in diesem Fall. Es war wohl kein vorsätzlicher Mord. Aber auch kein Raubmord. Und Ihre Theorie? Es spricht einiges für einen Ritualmord oder eine mystische Trance. Die Wahl der Waffe, die Selbstverstümmelung des Mörders, die Art des Einstechens auf das Opfer durch präzise Stiche ins Herz, sieht ganz wie ein religiöses Opfer aus. Vielleicht ein Satanist oder was derartiges. Glauben Sie, dass er erneut zuschlagen wird? Um das zu beurteilen, wissen wir momentan noch zu wenig. Er könnte es morgen erneut tun, vielleicht aber auch nie wieder. Ich will diesen Geisteskranken schnellstens hinter Schloss und Riegel sehen. Egal mit welchen Mitteln. Und? Wie geht's weiter? Du fragst bei den umliegenden Krankenhäusern nach, ob sie Stichwunden versorgt haben. Und bei den psychiatrischen Anstalten, ob sie in letzter Zeit irgendeinen Patienten entlassen haben, der zu sowas fähig wäre. Okay, sonst noch was? Ja, das Buch aus dem Restaurant. Garrett hat es dir hingelegt. Versuch, irgendwas rauszuholen. Okay, ich mach mich sofort an die Arbeit. Und was machst du? Ich muss da was überprüfen. Carla wollte, dass ich irgendwas über das Buch aus dem Lokal rausfinde. Sie meinte, es könnte uns vielleicht auf die Spur des Täters führen. Ich hörte mich bei den Kollegen um und geriet in das Buch Antiquariat eines gewissen Takeo. Das ist ein Haus, oder? Ah, die wird die. Ja, so. Oh, ah. Hehehe
Nein, nein, hier will runter. Locker flockig komme ich nicht hinunter. Play that funky music. Ich wusste nicht, das war ein Fehler. Ja, ich bin jetzt doch bei einer anderen. Und die haben wir oben doch. Hi! Danke. Entschuldigung? Du musst mir entschuldigen, wenn ich dir hab warten lassen. Besuch in meinem armseligen Geschäft ist große Ehre. Ich heiße Takeo. Sag mir, was kann ich tun, um Freude dir zu bereiten? Verrückt! Der Typ sieht aus wie der alte Chinese von Gremlins. Während der mir gleich eine Schachtel mit einem Monster schenkt, nehme ich die Beine unter den Arm. Gremlins! Gizmo! Ich habe beim Aufräumen im Keller dieses alte Buch gefunden. Ist das vielleicht was wert? Da verfüge ich leider nicht über ausreichendes Wissen. Meine mageren Kenntnisse erstrecken sich nur auf die Bücher, die ich hier verkaufe. Können Sie es nicht mal ansehen? Solche Bücher haben Sie bestimmt schon gesehen. Ah, oft schon. Ja. Aber mir leid tun, ich nicht dir helfen können. Trotzdem danke. Ein Versuch war's wert. Rätsel? Vielleicht ich doch kann was für dich tun. Ein Kunde hat seltenes Buch bestellt. Seit heute Morgen ich danach suchen, aber ich nicht finden. Du das Buch finden. Dann ich dir erzählen, was du willst wissen. Und wie sieht es aus, das besagte Buch? Ganz einfach. Ist die gleiche Kollektion wie das hier. Okay, dann will ich mal suchen gehen. Bring dem alten Weisen aus den Bergen den heiligen Diamanten zurück und er wird dir den magischen Talisman geben. Man könnte glatt meinen, ich sähe es von einem Videospiel. Wenn das Buch, das Sie suchen, tausende alter Bücher. Ein Rätsel. Ich hasse Rätsel.
Da hat ja jemand was reingeschrieben. Für meinen Bruder zum 18. Geburtstag. MK. Interessant. MK. Ein Fetzen Papier. Sieht aus wie ein Computerausdruck einer Zahnliste. Ist das dem Buch gefallen? Muss ein Lesezeichen gewesen sein. Guck ich mir im Büro an. MK. Wenn ich mal schnarchen, das ist mein Hund. Der ist nicht heute wieder ganz laut. MK. Da hinten mal ein Zeichen, ich hab's gesehen. Hier mufft's nach Staub und all. Wo er wohl die Comics hat? Und MK? Okay, hier ist das Buch. Ah, ich hab Gefühl, du nicht ganz gut sehen. Das falsches Buch. Okay, okay. Ich such weiter. Heißt noch gleich der Spruch mit dem Heuhaufen. Nadel im Heuhaufen. Aber MK, was war MK eigentlich für ein... Entschuldigung. Ding ist mit MK hier. Nee. Silberberg. Graffiti, Garrett. Hm.
Wenn das Buch, das Sie suchen, hier... Tausende alter Bücher. Okay, hier ist das Buch. Ah, ich hab Gefühl, du nicht ganz gut sehen. Das falsches Buch. Okay, okay. Ich such weiter. Der erwartet sich ja schon, dass ich ihm endlich sein blödes Buch bringe. Im Karl. Ich bin ganz nervös hier jetzt. Ein bisschen schneller. Ich muss ja gestehen. Hier muffelt's nach Staub und altem Papier. Das könnte die erste Folge sein, wo ich nicht pinkeln gehe. Hier gibt's kein Klo. Also, ich werde die Challenge nicht schaffen. Ach, wenn ich wüsste, wo ich hin muss. Ich habe echt keine Ahnung, Leute. Ich hasse Rätsel. Okay, hier ist das Buch. Ah, ich hab Gefühl, du nicht ganz gut sehen. Das falsches Buch. Okay, okay. Ich such weiter. Komm mit gern. Okay, hier ist das Buch. Ah, ich hab Gefühl, du nicht ganz gut sehen. Das falsches Buch. Okay, okay. Ich such weiter. Ist das richtig? Gut, Cave, ne, Kadass.
Editor del Cortella. De Cortella. PC.de. Weiß. Naja, Leute. Ob ich es wirklich schaffe, werden wir in der nächsten Folge sehen. Rätsel sind nicht mehr Stärke, sagen wir es mal so. Damit beende ich diese Folge, die erste Nicht-Binkel-Folge. Ich habe die Challenge nicht geschafft. Aber was soll's. Wenn es euch gefallen hat, gefällt vor allem, lasst ein Like da, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Dark Gizmo.